Zugbegleiter, hallo Lokführer, wir haben einen gemischten Zug mit Altmetall für die Fabrik für duktile Gussrohre und eine Lieferung Mehl für die Tiefkühlkostfabrik. Kuppeln wir zuerst die Wagen mit dem Altmetall an. Und damit herzlich willkommen zurück im Train Simulator 2019 zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Wir sind heute wieder auf dem Soldier Summit unterwegs, genauer gesagt im Rangierbahnhof Bravo mit der Diesellokomotive GP9. Und wir spielen das Karriere-Szenario Angebot und Nachfrage. So, also wir sollen als erstes Wagen mit Altmetall ankuppeln. Dann schauen wir mal, wo die Wagen jetzt stehen sollen. Ob das gleich diese Wagen hier hinten sind, diese drei Stück, die hinter uns stehen, oder ob die sich woanders befinden. Wir schauen mal bei F1. Und hier steht wiederum, kuppeln Sie die Mehlwagen hinter Ihren Zug an. So, also müssen wir doch zuerst die Mehlwagen ankuppeln. Ja, die Lok, wie gesagt, eine GP9, eine schon etwas ältere Diesellokomotive von General Motors, die mittlerweile überwiegend nur noch für Rangierarbeiten eingesetzt wird, auch bei größeren Eisenbahngesellschaften. Ja, also, da kuppeln wir erstmal die Wagen hier hinter uns an. Und die stehen glücklicherweise wirklich direkt hinter uns. So, dass wir einfach nur ganz kurz beschleunigen brauchen und die Wagen schon angekuppelt haben. Zugbegleiter, die Mehlwagen sind angekuppelt. Holen wir nun die Wagen mit dem Altmetall ab, fahren sie zum Wendepunkt und setzen sie dann zurück. So, dann Richtungswender nach vorwärts. Und natürlich müssen wir eigentlich hier das Läutwerk einschalten. Sorry Leute, das habe ich beim ersten Losfahren nicht dran gedacht. Schlimm, schlimm, das gibt bestimmt eine Verwarnung. Gut, also als nächstes geht es dann zum Wendepunkt, der sich da in 0,3 Meilen befindet. So, wie gesagt, dieses Szenario beschäftigt sich überwiegend mit Rangierarbeiten. So steht es zumindest in der Beschreibung. Es soll knappe 25 Minuten dauern. Ja, also von der Strecke werden wir also wahrscheinlich nicht so viel sehen. Denn wir sollen hier eben einen gemischten Güterzug zusammenstellen, der dann die lokalen Industrien beliefert. So, das nächste ist dann Wendepunkt und den sollen wir natürlich wieder zu einer gewissen Zeit erreichen. So fahrplanmäßig irgendwelche Punkte zu erreichen, weiß nicht. Also ich glaub, wenn man zu einer gewissen Zeit fertig sein soll, wenn man einen Güterzug zusammenstellt, das finde ich ja noch okay. Aber fahrplanmäßig hier zum Beispiel am Wendepunkt zu sein, den wir wahrscheinlich nicht mehr pünktlich erreichen, das finde ich ein bisschen überzogen. Also das muss man meiner Meinung nach im Rangierszenario nicht haben. Sorry, dass ich schon wieder so ein bisschen am kritisieren bin. Es ist nicht böse gemeint, aber es sind so Sachen, die, weiß nicht, also noch dazu, guckt euch mal die Markierung an, wie klein diese Markierung ist, wo wir da zum Stehen kommen sollen. Das ist, ich glaube, das muss ja nur ein Punkt des Zuges zum Stehen kommen. Aber guckt euch mal, die Markierung könnte meiner Meinung nach auch ein bisschen breiter sein. Wahrscheinlich sollen wir da eben so vor dieser einen Weiche halten, die da vorne ist. So. Gut, stellen wir die Weiche so, dass wir zum Bravo Sharp Rangierbahnhof Gleis 006 kommen. Dann kuppeln wir die Waggons mit dem Altmetall an. Gut, okay. Wo ist denn dieses besagte Gleis 006? Wo soll das denn sein? Wo stehen wir überhaupt? Das müssen wir erstmal den Überblick bekommen. Wir stehen... Wo sind wir denn überhaupt? Hier vorne sind wir. So, das Gleis 006. Hier ist die 4. Dann sind wir wahrscheinlich von der 5 gekommen und hier ist die 6. Okay. Dann ist die Weiche, dann muss die Weiche auf jeden Fall schon mal gestellt werden. Ja, und das ist die einzige Weiche, die wir stellen mussten. Also wieder zurück. Ich finde das halt sowas ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen schade, dass man das jetzt hier unter Zeitdruck machen muss. Das finde ich echt ein bisschen schade, denn gerade beim Rangieren, ich meine, klar, okay, das ist dann wahrscheinlich, Rangieren sind ja sowieso so Sachen, die jetzt auch bei Spielern, ich sag mal, bei den Gelegenheitsspielern jetzt nicht zu den beliebtesten Aufgaben gehören, aber es gehört halt eben zum Bahnverkehr dazu. Ich weiß auch, in der Realität ist Rangieren, sag ich mal, bei den meisten Bahnmitarbeitern, egal ob Lokführer oder Fahrdienstleiter, jetzt gehört das jetzt auch nicht zum super beliebtesten, was es so im Bahnbetrieb gibt, aber es muss eben halt auch erledigt werden.
Ja, so, da stehen also unsere nächsten Wagen. Ja, wir scheinen uns hoffentlich auf dem richtigen Gleis zu befinden. So, und werden da jetzt mit 15 Meilen in Richtung dieser Wagen rollen. Wir müssen aber vorher nochmal herabbremsen, denn wir können da nicht mit 15 Meilen, also 20 Stundenkilometern, voll gegen die Wagen donnern. Ich habe im Übrigen hier das automatische Kuppeln in den Einstellungen eingeschalten. Wenn ihr das nicht eingeschalten habt, dann müsst ihr das noch per Tastenkombination oder per Mausklick halt den Zug mit den Wagen verbinden. Aber man kann, wie gesagt, das automatische Kuppeln halt einschalten in den Einstellungen vom Train Simulator. Genauso wie man zum Beispiel bei Dampfloks den automatischen Heizer einschalten kann. Das geht auch, aber dazu später mehr, wenn wir mal mit einer Dampflok unterwegs sind. So, jetzt das wahrscheinlich ein bisschen zu früh gebremst und ich soll wirklich. Okay, hier beim Ankuppeln haben wir wiederum kein Zeitlimit, was ich schon mal sehr gut finde, aber komischerweise bei diesen Wendepunkten. Man kann ja auch sagen, okay, man lässt dem Spieler so und so viele Minuten Zeit, stellt einen Zug zusammen und der soll dann pünktlich zu dem und jenem Zeitpunkt abfahren. So, das war zu schnell angekuppelt, deswegen habt ihr gut gemacht, Lokführer. Liefern wir diese Ladung aus. Erster Halt ist die Fabrik für duktile Gussrohre, wo wir die Wagen mit dem Altmetall abstellen. Ja, ist logisch, weil diese Wagen ja hinten dran sind, deswegen müssen sie auch zuerst wieder abgekuppelt werden. Also auf geht's, wir liefern die Ware jetzt auch aus. Finde ich schon mal schön gemacht, so ein Szenario. Es gibt auch noch ein zweites Rangierszenario. Das dauert dann 45 Minuten und es gibt bei dem zweiten Streckenteil, also Salt Lake City, mit der Salt Lake City Extension, glaube ich, sogar noch ein drittes Szenario mit der GP9. Vielleicht noch ein paar Informationen zu dieser Lokomotive. Die GP9 ist eine Diesellok, eine amerikanische von General Motors. Die wurde Mitte der 1950er Jahre entwickelt und lange Zeit im Güterverkehr eingesetzt, aber später dann auch bei Reisezügen mit entsprechender Nachrüstung. Aber mittlerweile ist sie ja an die Jahre gekommen. Man findet sie in Eisenbahnmuseen, aber auch bei vielen kleinen Eisenbahngesellschaften fährt sie dort halt kurze Frachtzüge und bei großen Eisenbahngesellschaften wird sie eben auch für Rangierarbeiten eingesetzt. So, und hier die Wagen sind voll, hier ist wirklich Metallschrotte hinten drin, alles klar. So, wo soll ich denn jetzt hinfahren? Über Rangierbahnhof Gleis, ja, wo was soll ich denn genau gehen? Gleis 120, okay. Zwischen 7 und 8. Das, oh Mann. Und das ist jetzt wirklich wieder mangelnde Konzentration. Wobei. Nicht abziehen, nicht die Punkte abziehen. Nein. Ja, Leute, okay. Mal gucken, ob wir das Rangierszenario erfolgreich abschließen können. Es wäre in meinem Fall das erste Rangierszenario oder das erste Karriereszenario. Oder, nee, eigentlich schon das zweite. Wieso beschleunigt der danach, weil es wahrscheinlich bergab geht? Also das mit diesen Geschwindigkeitspunkten, das ist wieder eigene Schusselei von mir, sage ich ganz ehrlich. Das kann man schon verhindern. Also das kann man auf jeden Fall verhindern, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit den Geschwindigkeiten. Aber die Zeiten, okay, das schaffen wir sogar noch pünktlich hier drüber zu kommen, über diesen Punkt. Jawohl, und da holen wir uns die volle Punktzahl. So, der nächste Punkt ist dann, halten Sie Springville Hauptgleis Ankunft 15:15 Uhr. Das, also kann das nicht so weit, 1,3 Meilen. Es kommt darauf an, wie schnell wir hier halt fahren dürfen. Wir fahren da schon ein bisschen 0,8 Meilen schneller. Das mache ich halt eben, um ein bisschen Zeit rauszuholen. Okay, also hier scheint es ein bisschen abschüssig oder irgendwie, also irgendwie ein bisschen abschüssig zu sein, was dieses ganze Gelände angeht. Aber da sehen wir unseren kleinen, niedlichen, lokalen Güterzug. Ich muss aber schnell wieder in den Führerstand wechseln, um zu gucken, nicht, dass wir jetzt hier die nächsten Minuspunkte abholen. So, hoffen wir mal, dass wir nicht so viele automatische Weichen haben. Bis jetzt gefällt mir, auch wenn ich am Anfang so ein bisschen kritisiert habe mit dem Wendepunkt und Punkt und recht zur rechten Zeit am Wendepunkt sein, aber so gefällt mir das Szenario. Es ist gut erklärt in den Anweisungen. Also auch wenn am Anfang so ein Fehler war, wir sollen zuerst die Metallwagen ankuppeln. Aber so ist es doch sehr, sehr gut erklärt, was wir machen sollen und wo wir die Weiche stellen sollen und wo nicht. Finde ich schon mal nicht schlecht. So, jetzt lass mal die Bremse noch mal ein bisschen weiter.
der Geschwindigkeit ab auf 15,2 Meilen. In etwa, wie gesagt, so 25 Stundenkilometer, was wir da jetzt fahren. Wir können uns immer den Zug angucken. Hier sind die Mehlwagen. Und hier folgen dann wiederum die Wagen mit dem Metallschrott. Ein sehr, sehr übersichtlicher Güterzug und ein extremer, kleiner, kurzer Güterzug für amerikanische Verhältnisse. Aber auch für deutsche oder europäische Verhältnisse ist der Zug hier recht kurz. Halt eben ein kleiner, man würde in Deutschland sagen, so ein kleiner, lokaler Güterzug. So, während wir hier wieder die Geschwindigkeit reduzieren müssen. Und hier drüben kommt eben auch ein längerer Zug an. Ich glaube, mit diesen, das sind so Schüttgutwagen, mit denen sind wir ja schon mal unterwegs gewesen. So, Moment, wir können uns den doch hier angucken. So sieht das doch viel, viel schöner aus. Ja, da sehen wir sogar, dass wir einen kleinen Lokführer hier haben. Unbeschrankter Bahnübergang. So, wir sollen in insgesamt 5 Minuten schon da sein. Ich hoffe, dass die Weichen, also ich hoffe, dass die hier richtig gestellt sind. So, mit 9% bremst der hier schon mal runter. So, davon. Das ist nicht der Punkt, den. Oh, doch, Wings Creek. Doch, das ist der Punkt, wo wir drüber fahren sollen. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir das da vorne pünktlich erreichen. Bis jetzt sieht es relativ gut aus. Fast die Hälfte dieser sehr kurzen Strecke haben wir geschafft. Eben auch, weil wir hier teilweise ein bisschen schneller fahren. Im Rahmen des Erlaubnis die Geschwindigkeit überschreiten. Weil es ja bei der realen Bahn eher so ist, dass die Geschwindigkeiten eher also nicht immer voll ausgefahren werden, sondern es wird in der Regel eher langsam gefahren. So ist es mein Eindruck. Zumindest habe ich das auch bei vielen Fernzügen, gerade bei der Deutschen Bahn schon erlebt, dass da eher langsam gefahren wird anstatt schnell. Und eher wenn Verspätung aufgeholt wird, dann schaffen es die Züge dann trotzdem auch mit 20 Minuten Verspätung, wenn sie irgendwo losfahren, Fernzüge, und ich habe das auch bei Nahverkehrszügen schon erlebt, da schaffen sie es trotzdem größtenteils wieder aufzuholen. Kommt ja natürlich aber auch ein bisschen auf die Strecke an. So, Creek Süd Hauptgleis, das ist richtig, und dahinter ist doch schon das, wo wir weiter müssen, wo wir auch noch halten müssen, oder? Genau, Hauptgleis, und dann kommt das nächste dann schon, wo wir drüber fahren sollen. Also das sollte zu schaffen sein. Ja gut, ich meine, das letzte Mal hatten wir ja auch ein kleines Rangierszenario, was wir auf der Strecke Mannheim-Karlsruhe bzw. Frankfurt-Karlsruhe gefahren sind mit der Baureihe 189. Aber ich habe es euch ja auch im Video schon gesagt, das habe ich halt nicht in einem Zug geschafft, sondern dieses Szenario habe ich ja wirklich, wie ihr gesehen habt, auch zwischengespeichert und nochmal neu geladen an manchen Punkten, weil da so viele Sachen waren, mit hier nicht angekündigten Geschwindigkeiten und solchen Dingen, wo ich das als Spieler auch unfair gefunden habe. Und deswegen ist das Szenario dort zwar zusammen in einem Video zu sehen, aber es hat halt zwei Situationen gegeben, was ich euch im Video auch gesagt habe, wo ich das nochmal neu laden musste, sonst wäre das halt so erfolgreich gar nicht möglich gewesen, erfolgreich abzuschließen. So, Zugbegleiter, wir kommen nun zum Eingang des Fabrikgeländes, halten wir in Springfield Hauptgleis direkt voraus, dann stellen wir die Weiche und setzen in die Fabrik zurück. Also finde ich schön, dass man hier auch direkt diese Industrieanschlüsse bedient. Das hat man viel zu selten, gerade bei diesen mitgelieferten Szenarien für die Strecken. So, ich vermute mal, dass das da von der rechten Seite das Gleis zur Fabrik ist, was jetzt hier rechts dazu kommt. Das ist jetzt einfach mal so eine kleine Vermutung von mir. Das heißt, wir müssen mit dem Zug etwa hinter der Weiche halten. So, Springfield Hauptgleis soll ich halten. Das steht ja schon mal korrekt hier. Das schaffen wir auch pünktlich. Und ich mutmaße mal, dass wir hier auf der rechten Seite zurücksetzen müssen. Genau, oder genau das. Oder soll ich ganz da vorne halten? Nee, ich hoffe mal nicht, oder? Springfield Tief. Nee, ich soll am Hauptgleis halten. Ich soll am Hauptgleis halten und dann eine Weiche umstellen. So ist der Plan. Ich vermute mal, dass ich zurücksetzen muss. Das war halt so eine Meldung, eine von diesen Textmeldungen, die wo halt keine Pause eintritt. Und diese Meldungen, wie ihr gerade gesehen habt, es gibt ja Meldungen, wo das Spiel angehalten wird, da kann man sich Zeit lassen, sich das durchzulesen. Und diese Meldung, die während des Spiels kommt, wo unser Zug trotzdem trotz Textmeldung weiterfährt, also das Spiel nicht angehalten wird, da muss man auch sehr, sehr schnell sein, sich das durchzulesen.
Denn die verschwinden irgendwann nach einer gewissen Zeit. So, hier am Hauptgleis sollen wir halten, da war es eine 0,3. Die Frage ist, wo geht es? Ich vermute, dass das direkt hinter uns, dass das hier direkt das Gleis ist, hier diese Weiche, die hier weggeht, wisst ihr? Da hinten ist nämlich auch eine Fabrik. Okay, dann halten wir hier nämlich schon mal an, da müssen wir nicht bis ganz vorfahren. Es wäre doch Quatsch, da vorzurollen. So, jetzt werden wir. Ja, ihr seht. Und ihr seht, also diese die ganze. Man sieht, dass wir volle Wagen haben. Man sieht wirklich, dass wir volle Wagen haben. Der Zug braucht nämlich auch ein bisschen zum Bremsen. Ihr seht. So, 15 sind wir da. Wir haben natürlich ein bisschen zu spät angefangen zu bremsen. So, wir sind zum Stehen gekommen. Wo sind. Jetzt müssen wir aber so wieder gucken, wo wir hier sind. Hier vorne. So, und hier soll ich jetzt, so wie es aussieht, die Weiche einfach mal umstellen und dann sollen wir. Aiden Papierworks. Wo sollen wir das jetzt genau abstellen? Aiden. Halten Sie an, das haben wir gemacht. Written Paperworks Entladung. Das ist direkt. Wo ist denn die? So, stellen Sie nun die Weiche und kuppeln Sie die Wagen bei Aiden Ports Pipes Works Entladegleis ab. Wo ist das Entladegleis? Wo ist dieses Entladegleis? Sicher Kupfer verdrehen. Verladegleis. Wo ist das Entladegleis? Nebengleis. Nebengleis. Wo ist denn das Entladegleis von denen? Entladegleis. Entladegleis. Wo? Hier ist es Verladegleis. Wo ist die Entladung? Verdammt nochmal. So, wo ist diese? Hier ist noch. Ach, hier oben ist das. Hier. Hier ist die Entladung. Da müssen wir nämlich hier noch eine zweite Weiche stellen. Danach habe ich gesucht. So, und jetzt schnell Regler nach hinten. Und schnell, das hat jetzt nämlich auch ein bisschen Zeit gekostet. Das hat jetzt nämlich echt. Obwohl, na gut, da hinten haben wir kein Zeitlimit, aber wir werden sicherlich irgendwo wieder ein Zeitlimit haben. Deswegen räumen wir da hinten einfach mal in diese Fabrik. Ich mache hier mal einen Speicherpunkt. Vorsichtshalber, falls da hinten sowas wie solche Geschichten wie 5-Meilen-Begrenzung oder so ein Kram ist. So, Papier, Entladung, ja. Paper, also Piper, Rohre und nicht Papier. So, komme ich immer auf Papier. Weißt du, wahrscheinlich in früheren deutschen Strecken und so eine Papierfabrik gab. Ich glaube, aber hier gibt es da auch irgendwo eine. Im Übrigen gibt es ja mittlerweile auch ein neues Szenario-Paket. Für den Soldier Summit zu kaufen auf Steam. Da braucht man aber noch mehrere zusätzliche amerikanische Lokomotiven. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Es gibt zwar Szenario-Pakete auf Steam, es gibt auch welche außerhalb von Steam, aber gerade bei denen auf Steam, da müsst ihr ganz genau durchlesen, welche zusätzlichen Loks ihr braucht. Der braucht da meistens wirklich immer zusätzliche Fahrzeuge, damit ihr das auch wirklich spielen könnt. Und da müsst ihr ganz genau lesen und gucken, ob ihr die habt. Mittlerweile hat man das da ein bisschen vereinfacht gemacht. Also sprich, man hat da angegeben, das und das braucht ihr. So, Paperworks, Entladung, Entladung. So, Weichen stehen schon mal richtig. Aber grundsätzlich schöne Idee, dass man hier die Industrien halt beliefern kann. Ich glaube, das sieht sogar aus, dass da wahrscheinlich die Wagen gleich entleert werden. Da müssen wir dann mal gucken. Zumindest war das so ein Zeichen angegeben. Und wie gesagt, ich spiele das Szenario jetzt hier zum ersten Mal. Muss ich dazu sagen, also nicht wunder, wenn es dann doch noch schief läuft. Aber wir können auch theoretisch hier ein bisschen schneller hier hinten in diesen Bahnhof einfahren. So, jetzt rollen wir direkt schon hier zum Rangiergleis. So, gucken, nicht, dass wir hier dann zu weit rollen, aber die Wagen müssen auf diesem gelben Bereich stehen bleiben, zumindest einer davon, sodass dieser Entladevorgang da halt beginnen kann. Und da sollen wir die Wagen auch abkuppeln. Das steht ja schon mal da. Ja, dieses Läutwerk müssten wir normalerweise die ganze Zeit angeschalten haben. So, 0,2 Meilen. Ich glaube, den Zug kann ich jetzt sowas mal rollen lassen. So, rückwärts über den Bahnübergang. Normalerweise müsste ein Bahnmitarbeiter diesen Bahnübergang eigentlich da absichern. Weil der Lokführer, der kann so weit, glaube ich, nicht dahinter schauen. So, ach, hier ist direkt in diesen Entladebereich müssen wir rein. Okay.
So, und da ist nämlich auch unser Entkupplungspunkt. Und da ist auch schon fast schon das Gleisende da oben, oder? Jetzt müssen wir mal selber gucken. Und nebenbei ja noch die Kamera drehen, denn das siehst du nämlich nicht so toll von der Lok aus. Das Gute ist, es ist ein Anstieg, das heißt, ja, wir sollen direkt hier in dieser Halle halten. Finde ich eine total schöne Idee, muss ich jetzt echt mal sagen. Man fährt hier richtig bis in die Industrien rein. Wirklich, wirklich tolle Idee. Dovetail Games oder Partnerunternehmen, je nachdem, wer die Strecke gebaut hat. Also offiziell wohl Dovetail Games. So, und direkt hier sollen wir entkuppeln. So, ich glaube, die Wagen müssten jetzt alle hier, ja, es sind definitiv alle Wagen hier zum Stehen gekommen. So, super. Jetzt können wir nämlich hier die 5 Wagen waren, oder? Jetzt müssen wir mal selber gucken. Ja, 5 Wagen sind das, wir nehmen nur noch 3 Wagen mit. Das heißt, wo ist die? So, hier ist jetzt unsere Lok. 1, 2, 3. So, super. Zugbegleiter, das war nicht ganz korrekt, Lokführer. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Sehen Sie sich die Auswertung an, dann erfahren Sie, was Sie falsch. Was habe ich denn falsch gemacht? So, liebe Leute, und da sind wir wieder bei unserem Rangierbetrieb. Wir fahren hier nochmal rückwärts in den Bahnhof ein. Ich hatte ja vorhin diesen Speicherpunkt da gemacht und ich ahne hier, was ich verkehrt gemacht habe. Nämlich, ich bin vom letzten Wagen ausgegangen und habe dann runtergezählt und das war natürlich völlig verkehrt. Man muss ja hier, das ist beim Rückwärtsfahren anders, das zeige ich euch gleich. Das ist nämlich leider im Train Simulator hier wirklich unübersichtlich gelöst. Was ich genau meine, das werdet ihr wie gesagt gleich sehen. Wir fahren wieder rückwärts in diese Papierfabrik ein. Und ja, falls ihr euch wundert, dass jetzt vier Punkte auf unserem Konto fehlen, ja, das ist richtig. Ich hatte mal wieder eine kleine minimale Geschwindigkeitsüberschreitung, 16 Meilen, und zu spät darauf reagiert. Deswegen hat es da 4 Punkte abgezogen. So, dann lassen wir den Zug erstmal nochmal hier wieder in diesem kleinen Bereich einrollen und werden den Zug jetzt erstmal hier wieder zum Stehen bringen. Und dann müssen wir das richtig machen. Wir müssen von der Lok aus dann diese 3 Wagen zählen. Oh, das war zu spät gebremst. Das gibt gleich ja, oder? Schaffen wir noch. Richtig. Komm, bleib jetzt stehen, lieber Zug. Dankeschön. So, super. Gerade noch so zum Stehen gebracht. Also vom Abstellen her war es jetzt deutlich besser. Gut, dann setzen wir das hier erstmal auf neutral. Und wir müssen von der Lok aus zählen. Und ja, wie ging das gleich nochmal? Man musste jetzt hier, Moment. Jetzt muss ich selber mal schauen, wie das jetzt hier funktionierte. Moment, Kuppeln. Genau, und hier, da muss man sich dieses große Fenster einblenden und oder man klickt halt zwischen die Wagen. Und hier ist unsere Lok, dieser rote Punkt. Das ist die Lok, mit der wir fahren. Und dann 1, 2, 3 Wagen und dann müssen wir hier abkuppeln. Und das habe ich letzt beim ersten Versuch verkehrt gemacht. Gut gemacht, Lokführer. Als nächstes bringen wir die Mehlwagen zur Fabrik für Tiefkühlkost. Und los. Na dann, machen wir wieder los. Okay. Also manche Sachen sind anscheinend hier nur mit diesem vollständigen Streckenmonitoren lösbar. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hier runterrollen. Und wir machen natürlich nach abgetaner Arbeit einen Speicherpunkt. Ja, da muss ich dann nachher wieder das Szenario ein bisschen schneiden. Ich nehme das hier alles in einem Zug auf. Und hier brauchen wir den, glaube ich, nur rollen zu lassen. Und ich ahne schon, dass das hier ein ganz gefährlicher Punkt ist zum Rollen lassen. Ja, Leute, jetzt geht es nämlich sehr, sehr steil bergab. So, gehe über Springfield Hauptgleis. Das ist da vorne. Also wir fahren jetzt erstmal wieder auf die Hauptstrecke zurück. Ja, leider nicht geschafft, in einem Zug das Szenario durchgespielt, einfach nicht aufgepasst. Das ist beim Rückwärtsfahren so. Wir sind ja rückwärts in diese Fabrik eingefahren, auf dieses Entladegleis. Und da ist die Lok eben auf der rechten Seite. Normalerweise würde ich jetzt so vorwärts fahren und einfach stehen bleiben und will Wagen abkuppeln. Ihr seht's, ich kann euch das Fenster ja mal einblenden. Da sehen wir die Lok. Ach nee, wir sehen sie immer noch auf der rechten Seite. Okay, gut.
Okay, warum er mir das Menü jetzt hier angezeigt hat, man muss ja nicht alles verstehen im Spiel. Naja, liebe Zuschauer, aber wir haben diesen Abschnitt schon mal geschafft. Das nächste ist Hauptgleis in 0,6 Meilen. Und mal gucken, ob wir überhaupt noch eine Chance haben, die Fahrzeiten hier einzuhalten. Ich glaube, das ist dann das Schwierigste mit. Haben wir überhaupt, müssen wir noch Fahrzeiten einhalten? Ja, leider. Hauptgleis 21. Es ist schon 22 durch, das heißt, es wird gleich Minuspunkte hageln. Sehr, sehr, sehr schade mit diesen ach so tollen Minuspunkten. Ich weiß nicht, also wie schnell, ich bin ja schon zu schnell hier rückwärts eingefahren in diesem Bahnhof, also schneller. Und auch mit dem Abkuppeln, es ist, so schnell geht es nun auch wieder nicht. Es dauert halt seine Zeit, da durchzublicken, gerade auch für Spieler. Da bin ich doch nicht der Einzige, der da erstmal durchblicken muss. Das wird doch, abgesehen von diesen Super-Experten unter euch, wird das ja jedem so gehen. Und das heißt, Achtung, wir werden gleich alle unsere Punkte verlieren. Ich sehe das hier schon kommen und das finde ich halt so schade. Aber da vorne ist gleich die Tiefkühlkostfabrik, wo wir den Rest hinbringen müssen. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie viele Punkte zieht es uns jetzt ab. Mit zweiminütiger Verspätung fahren wir jetzt auf das Hauptgleis. Ich finde es halt so. Nein, wir kriegen Pluspunkte. Leute, wir kriegen Pluspunkte. Wie geil ist das denn? Zugbegleiter, Lebensmittelfabrik ist gleich in der Nähe. Wir halten also in Kürze auf Stringfield Tiefkühlkost Rangierbahnhof Hauptgleis. Das ist ja geil. Also damit hätte ich nicht gerechnet, weil schaut mal im Fahrplan, wir sollten 21 drüber fahren, es ist 15.23 Uhr. Okay, ich nehme alles zurück. Hier hat man anscheinend einen kleinen Puffer eingebaut. Boah, okay, wir haben echt eine reale Chance, wenn wir jetzt hier nicht wieder haufenweise die Geschwindigkeit überschreiten, wir haben eine reale Chance, das hier erfolgreich abzuschließen. Zumindest mit dem silbernen Stern, da bin ich mir relativ sicher, dass wir den erreichen können. So, was muss ich denn machen? Ich soll dort vorne halten. Und dann soll ich aber wahrscheinlich nochmal rangieren auf Nebengleis 3. Okay, das sind aber und die letzten Aufgaben haben keinen festen Fahrplan mehr. Boah, Leute. Okay, dann machen wir das so. Jetzt wächst die Spannung. Schaffen wir das tatsächlich erfolgreich? Ich meine, mit den Kuppeln, das war einfach ein Fehler meinerseits. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ich wollte euch ja, wie gesagt, alle Loks mal zeigen. Ihr könnt euch schon mal Gedanken dazu machen, was wollt ihr vom Soldier Summit noch sehen? Was wollt ihr noch sehen vom Soldier Summit? Denn generell sind wir jetzt so mit der Strecke und mit den einzelnen Loks durch. Wenn ihr noch ein bestimmtes Szenario sehen wollt, sei es die Amtrak Fort nach Salt Lake City oder sei es die, nicht Amtrak, sondern sei es nochmal ein Güterzug-Szenario, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare, dann werden wir uns das noch anschauen. Aber so sind wir erstmal mit dem, was ich so geplant hatte für die Strecke, erstmal soweit fertig. Es geht dann im nächsten Part wieder in Deutschland weiter und hier ein sehr, sehr kurzes Rangiergleis. Aber wir haben alle Zeit der Welt. Wir müssen jetzt gar nicht mehr hetzen. Wir haben alle Zeit der Welt, hier vernünftig zu halten. Wir müssen jetzt gar nicht mal so schnell hier mit 15 Meilen auf das Gleis hetzen. Hier fährt gerade ein Zug vorbei auf dem Hauptgleis. Das ist ein Güter. Werden Sie ja gleich sehen, ist das ein Güterzug oder ein... Es ist ein Güterzug, der hier vorbeifährt und uns beim Rangieren zugucken kann. Zumindest der Lokführer schon vorbei. Aber vielleicht die Herrschaften aus dem Beiwagen, falls der Zug einen Beiwagen führt. So, dann setzen wir zurück. Okay, und was sollen wir jetzt machen? Wir sollen jetzt hier die auf das Nebengleis 3 zurücksetzen, Springfield Tiefkühlkost. Okay, wir können uns nochmal den vorbeifahrenden Zug anschauen. Aber gut, die so im Zug haben wir sowieso schon gesehen. Gut. So, Nebengleis 3. Zugbegleiter, großartige Arbeit, Lokführer. Halten wir an, stellen die Weiche und fahren nach Springfield Tiefkühlkost 3, Nebengleis 3. Das ist hier. Das ist das Gleis 3, die ist richtig. Die muss gestellt werden und das war's doch dann schon, oder? Das ist das Nebengleis 3 auf jeden Fall. So, also, rückwärts ist eingestellt. Also insgesamt ein tolles Szenario, auch wenn ich hier ein paar kleine Dinge kritisieren musste, aber insgesamt ein sehr, sehr schönes Szenario, finde ich. So, und wieso will ich jetzt eigentlich auf 15 Meilen beschleunigen? Muss ich ja nicht. Wir müssen nicht hetzen und das ist sowieso entspannter. Wir mussten hier ein paar Zeiten einhalten, aber die einzige... Also beim Kuppeln waren wir mal zu schnell. Da haben wir Minuspunkte bekommen. Ich glaube sogar die meisten. Ansonsten
Wo haben wir denn noch Minuspunkte bekommen? Ja, und natürlich Geschwindigkeit, aber das ist meine eigene Schusselei. Da kann das Spiel nichts dafür. Das ist dann meine Schusselei. Das ist, war jetzt keine unlösbare Aufgabe, hier die Geschwindigkeiten einzuhalten. Die Lok hat an und für sich ein tolles Feedback. So, dann bringen wir unseren Zug hier auf eine schon fast auf einem verchromten Gleis zu stehen. Also die Fabrik scheint nicht allzu oft Ware geliefert zu bekommen. Schaut euch das an. Und damit haben wir... Achso, wir sollen die Wagen hier abkuppeln. Ja, aber das können machen wir gleich. So, jetzt ist wieder so dunkel bei mir. Es ist gerade mal so 17 Uhr oder sowas. Es ist schon finster. Es ist Winter. Man merkt, dass die Sommerzeit vorbei ist. Ja, aber man sieht, diese Fabrik geht mehr so zum LKW-Verkehr über, ihr seht. So, dann machen wir nochmal einen Speicherpunkt. Ich hoffe, ich habe auf dem richtigen Gleis geparkt. So, und jetzt ist es Abkuppeln natürlich einfacher, weil wir weniger Wagen haben. Ihr seht, wir müssen hier abkuppeln. Und dann, Lokführer, exzellente Arbeit, Lokführer. Sie haben, haben heute gute Arbeit geleistet. Bevor wir nach Provo zurückkehren, sehen wir uns erst einmal an, wie sie sich geschlagen haben. Na dann, schauen wir mal an, ob es noch für den goldenen Stern gereicht hat. Jawohl, der goldene Stern. Trotz einiger kleiner Micklichkeiten mit Geschwindigkeit und Beförderungsqualität haben wir den höchsten Grad erreicht. Natürlich ist es meiner Meinung nach sogar hier möglich, mit 1000 Punkten abzuschließen, wenn man sich ein bisschen besser konzentriert. Aber mir hat das Szenario im Großen und Ganzen doch ganz gut gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video und das Szenario hat euch auch gefallen. Wenn ihr noch was vom Soldier Summit oder der Salt Lake City Extension sehen wollt, schreibt das bitte in die Kommentare. Im nächsten Part geht es dann weiter auf der Strecke Frankfurt-Karlsruhe. Und bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr am nächsten Train Simulator Video wieder einschaltet. Bis dahin habt noch einen schönen Sonntag. Euer Felix, der Weise.